Und willkommen, meine Lieben, zum nächsten Ligaspiel. Master Kane gegen Schlagi, gegen den Schlag im Nacken auf der Blue Lake Season 5 als Heimmap von Master Kane hier in der ersten Liga. Wir gucken mal die Tabellen rein. Und tadam, Master Kane aktuell auf Platz 1. Aber wohlgemerkt, der Kontrahent Sunny aktuell noch ohne Niederlage, hat noch 5 Spiele weniger. Und ist sehr nah dran, ist auf einen Punkt. Hat also die Möglichkeit, locker den Master Kane auch wieder vom Thron zu stoßen. Und vom Master Kane der Kontrahent, der Schlag im Nacken aktuell auch mit viel weniger Spielen auf Platz 6 mit 15 Spielen. 13 Siege und nur 2 Niederlagen mit 36 Ziel aus. Schlag ihn noch bessere Ausgangslage als der Master Kane. Jeder Sieg ist für Master Kane wichtig, um hier den Platz 1 zu sichern. Also, lass uns loslegen und dieses spannende Match mal anschauen. Hier haben wir den Master Kane unten links in blau positioniert. Und hier an der Front haben wir den Schlagi, den Schlag im Nacken. Schon nach vorne gefahren, war wohl oben positioniert. Hat sich jetzt hier hin. Oder war, gab es hier nochmal nicht, hier irgendwo eine Position? Irgendwo gab es da ja noch. War ja nicht nur die, ich glaube, das war jetzt auch noch die und hier irgendwo, ne? Ich bin mir nicht sicher mehr, wo da Spawn Points waren. Map sehe ich so selten, die Blue Lakes. Aber hier haben wir ja, ich glaube, in der dritten Season haben wir die Map sehr oft hier im Live gesehen. Das war eine typische Season 3 Map hier. Erst in der Season 5 sehen wir sie auch mal nach langem mal wieder im Live. So, Schlagi sein Bild, ganz normal. Der wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach. Schwierig. Nein, schwierig. Ich weiß nicht, ob er jetzt erst auf den 2-Raff geht. Die hier nochmal hin positioniert und dann erst auf den nächsten Bauhof. Denn wir sehen, Master Kane baut sich auch gerade vor. Hier, Option Bauhof hat er jetzt schon, hat Schlagi noch nicht. Das kommt drauf an. Aber auf den zweiten Sammler. Ja, baut sich hier schön vor, der Master Kane. So, VK vom Repfeld. Kommt nochmal weiterer Sammler raus. Und jetzt Schlagi aktuell zeitlich schon hinten gegenüber dem Master Kane. Aber ressourcentechnisch, ja, ähneln sich beide auch. Kane aktuell mit ein bisschen weniger. Und jetzt wieder umgekehrt. Also noch ist alles easy. Mal sehen, wer zuerst den Bau rausdroppt. Ich denke mal, das wird Kane sein. Und wohin er den hin positioniert. Ja, wichtig ist, er muss an die Front. Wenn er sich hier hinten zurückhält, hat er einen Nachteil. Kann Schlagi ihn sehr leicht zurückhalten, indem er einfach auf die Enge zufährt. Und hier rechts dicht zu halten, auf Schlagis Sicht, ist auch ziemlich, ziemlich leicht. Die untere Position ist ein bisschen schlechter. Da muss man unwahrscheinlich schnell an die Front kommen. Und hier sehen wir auch den Bau von Master Kane. Er kommt da raus. Und fährt schon an die Büchse nach vorne. Am Schlagi dürfte er auch gleich rauskommen. Moin, Lanti. Was macht er jetzt? Wohin? Ich frag mich, wohin? Er muss hier hin. Er muss ganz deutlich hier hin. Ja, erstmal noch ein Gebäude hier hin. Und weiterfahren. Das ist schon richtig. War nochmal Bauboni beim Schlagi mitgenommen. Hat den Bau positioniert. Ich denke mal, das hat die zwei. Ich könnte mir vorstellen. Mal sehen, zwei. Waffenfabrik eher. Guck mal, die fahren aneinander vorbei. Geil. Okay. Ja, gleich reagiert, also sehr schnell. Oh, Schlagi setzt sich hier vorne fest. Wäre auch das Beste. Da kann er nämlich jetzt den Kane richtig unter Druck setzen, wenn er hier mit der Waffenfabrik gleich kommt. Der wird nämlich Kane, sobald er Sicht hat. Oh, da wird er aber fluchen, weil dann schön dazwischen. Und das ist echt eine haarige Position. Haben wir ja schon beim ersten Match spawn. Beim Nerko gegen Sunnet Steph gesehen, wie ausschlaggebend sowas sein kann für die Entwicklung. Und oh, Kane. Jetzt sieht das. Lucky, Lucky. Oh, auf Synchronschwimmen. Huhuhu, Platz geklaut.
Schlagi einfach nochmal Kraftwerk hingesetzt, damit er sich hier nicht breit macht. Das ist so typisch Schlagi. So. Master Kane oben links. Weiter positioniert. Also er hat jetzt map-technisch aktuell noch gerade das Nachsehen der Master Kane. Oh, Land hier im 17. Monat. Wahnsinn, mein Lieber. Wahnsinn. Generalleutnant bist du geworden. Vielen Dank für 17 Monate Treue. Leute, ich habe mittlerweile hier so viele, wirklich so viele Zuschauer. Tolle, liebe, nette Menschen, die mir schon echt seit langer Zeit hier folgen und mich seit so langer Zeit hier supporten und mir helfen, dieses große Projekt hier einfach fortzuführen und weiterzuentwickeln. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Und Schlagi hier auch nochmal gebaut. Also, es ist schon echt straight. Was macht jetzt Kane? Er muss an Ressourcen rankommen. Er hat ein riesengroßes Problem. Schlagi hat unwahrscheinlich viele Spots schon gebaut. Hier baut er auch nochmal einen Spot. Oh, der setzt da überall konsequent hier jetzt die Raffinerien hin. Ah, schon herb. Das ist schon herb für Master Kane. Was soll er da jetzt noch gegen machen, ne? Der muss jetzt mit Masse kommen. Mit Masse könnte er das wieder schaffen, aber was willst du machen? Wie willst du Masse herstellen, wenn du kein Geld hast und ihm fehlt es an Ressourcen? Er hat die Priorität aktuell nicht auf mehr Raffinerien, ne? Guck mal hier, überall müssen Raffinerien sprießen. Wie aus dem Nichts. Es sind nur noch 3,5 Minuten. Das kriegt er eigentlich gar nicht mehr so richtig hin. Es sei denn, mit Focus Fire aktuell könnte er noch viel anrichten, weil Schlagi hat alles offen, noch relativ wenig Einheiten. Ah, das, da wird die Kohle. So, hier oben links hat sich Schlagi auch positioniert. Und auch hier rechts auf der Seite der Master Kane. Also sehr bunte Map jetzt. Quer verstreut beide Spieler. Es wird mehrere Stellen geben, wo es gleich Angriffe geben wird. In knapp 3 Minuten. Ah, schon hart. Das ist wirklich schon hart. Oh, Schlagi? Oh, Schlagi? Oh, Schlagi? Oh, das war mal knapp, Schlagi. Fast eine gelbe. Die müssen aber richtig aufpassen, die beiden. Oh, Schlagi jetzt schon mit den... Ja, perfekt, ne? Kannst du überall machen. Könnt ihr hier auch machen. Schützen einfach reinjagen. Fertig. Dann ist das Ding erledigt. Kostengünstig, effektiv, schnell. Ich glaube, das macht er. Ich glaube, das hat er vor. Spannung. Mein Gott. So, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Guck mal, hier ist ein Spion unterwegs. Ich glaube, das ist von Kane. Ich glaube, die Spione sind von Kane. So, rechts aktuell noch nichts weiter gebaut. Von Kane hier. Jetzt hat er so auch ein bisschen an Ressourcen sich rangetraut. Mit weiteren Raffinerien. Also noch ist es entspannt. Ja, nach Front. Ein paar Schützen. Ein paar Panzer verteilt. Kanonentürme. Kanonentürme. Er macht so einen bunten Mix, ne? Oh, nächste Waffenfabrik. Oh, was wird das für ein Multimatch hier? Wird hier stumpf jetzt Bunker bauen? Master Kane seiner Stelle. Oh, da kommt hier auch nochmal eine Waffenfabrik. Der baut ja überall Waffenfabriken, der Schlagi. Was ist denn los mit dem? Hat er einen neuen Sponsorenvertrag hier? Unglaublich. Auch Kanonentürme hier beim Kane. Achtung, eine Minute noch. Was meint ihr, wo kracht zuerst? Rechts, hier in der Mitte? Oder hier? Guckt euch mal an, wie weit die Map bebaut ist. Überall, querfeld durch. Und das macht halt 10 Minuten aus. Und deswegen liebe ich dieses Spielsystem so einfach abgetischt. Weil man überall Matches hat. Und wer sagt, das wird hier wird weniger Konzentration gefordert als bei den Schnellmatches, ah, der täuscht sich.
Gerade bei diesen Matches, wo man so viele Gefechtspositionen hat, wie hier jetzt, und da bestes Beispiel bei den Topspielern, da ist die Konzentration so hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Es ist einfach zu viel. Wirklich viel zu krass. Naja, wir kennen ja immer noch, es gibt ja immer noch ein paar Leute, die sagen, Schnellspieler, die sind halt die besseren Spieler. Es gibt keine besseren Spieler in dem Sinne, es gibt nur aus meinem Empfinden einfach für jeden was. Hier wird Schlagi nicht durchkommen. Kane jetzt unten. Kommt dann mit Masse. Rechts ist alles durch. Hat Schlagi alles rausgenommen. Erwartungsgemäß hier oben auch. Deswegen war ich da nicht im Spot drin. Ne? Oh, 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 oh. Kane hat jetzt Kohle. Er muss noch mehr Masse produzieren, weil Schlagi steht auch nicht schlecht da. Aber schön vom Kane, dass er hier die Frontbase rausnimmt. Was macht er mit den anderen Panzern in der Mitte? Zieht sich zurück. Warum? Warum ziehst du dich da zurück? Öffnest du die Fronten? Ja, der Kanonenturm, ne? Ah, das macht Kane gut. Also Kane hat echt mega einen draufgelegt in dieser Saison. In dieser Season. Wahnsinn, was der für eine Leistung jetzt zeigt, ne? Gut, Schlagi hat das jetzt wieder aufgeholt. Verstärkung kommt aber nach hier vom Kane. Und hier oben. Mal sehen, ob er die Chance nutzt, um hier Querfeld einzufahren. Da sind auch viele Kanonentürme. Das wird ein Massengefecht hier. Oh, Schrottwichteln bei den beiden. Kane unten auch wieder unterwegs. Versucht sie jetzt wieder auf andere Gebäude. Werden mich an den Kanonenturm vorbei. Und oh, hier, guckt euch das mal an, wie effektiv hier der Schlag ist, gleich mit Kanonenturm. Und hier verpufft Kane seine Armada an der Front vom Schlagi. Ja, wer Frostpunk 2 spielt, der hätte hier Spaß, hier ist viel Schrott zum Sammeln. Oh, wunderbar gemacht hier vom Kane. Schlagi aktuell ruhig. Er wartet noch. Und Kane wütet immer noch gut rum. Ja, rechts ist schlecht durchkommen. Das ist schon richtig, weil guck mal hier rechts. Ja, da kommt man durch die Enge immer schwer durch. Versucht hier nochmal. Er will die Frontbase endlich clearen. Er will diese verdammte Frontbase clearen. Und das ist auch der richtige Ansatz, um die Kanonentürme loszuwerden. Dazu muss er aber die Kanonentürme auch komplett wegbekommen. Er versemmelt das, ich glaub's nicht. Mann! Eieiei, komm, jetzt hat Kraftwerke, aber Schlagi wird permanent Kraftwerke bauen. Er nimmt ihn hier die Möglichkeit hier. Ah, Schlagi reagiert da, da kommt er nicht mehr hin. Unfassbar. Ja, Frontbase-Möglichkeit bleibt weiterhin für Schlagi bestehen. Hat der Schlagi. Und wie wichtig das ist, den Standort zu sichern, ne? Was ist jetzt hier oben? Kane gibt da wieder Gas. Schlagi in der Mitte jetzt sau stark. Guckt euch das mal an, was er da unten hat. Ich denke mal, das könnte die Entscheidung jetzt sein. Wenn Kane jetzt hier mit allem losfährt, holt sich Schlagi den ganzen Rest aus der Mitte. Und unten ist oder so kaum was. Das ist die Entscheidung hier, aus meiner Sicht. Weil da kommt nämlich Schlagi und holt sich die wichtige Mitte jetzt. Also die Frontbase. Wirklich stärkste Base hier vom Master Kane. Auch wenn Kane hier oben wüten kann, beschäftigt er sich zu viel mit Kleinkram. Weil hier haben wir jetzt noch eine Waffenfabrik. Was macht er jetzt? Oh, 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 oh. Ja, Kane versucht nochmal dagegen zu halten. Schlagi gerade keine Kohle ist. Könnte sich vielleicht wieder wenden, weil Schlagi keine Kohle hat. Oh, Kane jetzt in der Mitte. Oh, oh, ich glaube das nicht. Es wendet sich schon wieder. Unfassbar. Es wendet sich Richtung Master Kane wieder.
Katastrophe. Wahnsinn. Aber jetzt auch Kane gleich wieder mit Geldproblemen. Ah. Schlagi produziert hinten wieder. Das ist zu krass, was hier abgeht bei denen. Also der fährt jetzt hier massiv hier durch und versucht alles rauszunehmen. Schlagi weiß noch nicht, wo ihm blüht. Produziert aber hinten schon wieder nach. Kommt auch mal wieder an die Kohlen ran. Also Offensive ist hier gleich weiterhin geboten. Was macht Schlagi jetzt? Hier kommt er wieder von unten. Da an der Base. Das würde er so schnell noch nicht schaffen. Nicht genug Überzahl. Aber Möglichkeit hätte er. Kane bereinigt hier die Mitte. Oh, Bauhof gerade eingefahren. Weiß nicht, wohin damit. Was macht er? Er fährt weiter rechts durch. Jo, weiter im Fokus. Kommt auch mit der Masse durch. Hat in der Mitte jetzt wieder genug, um hier dicht zu halten. Kann sich durchaus lohnen, jetzt hier einfach durchzufahren. Jawohl. Jetzt Concentration. Nochmal den Kanonenturm und weiterfahren. Oder rechts... Ja, sauber gesehen vom Kane. Sauber. Weiter Druck vom Kane jetzt auf dem Schlagi. Fährt einfach durch die Mitte durch. Hat sich die Raff weggesnackt und holt sich jetzt die Waffenfabrik. Und die Raff. Oh, der macht hier den Schlagi anscheinend nass. Aber wohin denn jetzt? Ja gut, da sind ein paar Kanonentürme. Aber das geht eher über die unsichere Base hier oben. Macht er gut, finde ich. Macht er gut. Weil er kann in der Mitte deffen. Er hat genug Einheiten. Kohle kommt auch so ein bisschen nach. Und er hindert Schlag im Nacken unwahrscheinlich dran, hier weiter voranzukommen. Er muss nur hier wirklich nicht an Salami-Taktik, sondern wirklich rein. Ohne Erfolg. Master Kane schön im Fokus gewesen. Gleich einen Bunker gesetzt. Kane. Ja, kriegt er das hier hin? Panzer alles rausnehmen. Kanonentürme erst, dann den Panzer. Dann ist die obere Frontbase auch erledigt. Achtung, Schlagi produziert hier oben gar nichts, sondern hat hier schon welche hingefahren gehabt. Okay. Wir können das dicht halten. Kane muss hier eigentlich über rechts wieder runterfahren, weil er die Frontbase geklärt hat. Nur den Kanonenturm und dann zieh die restlichen einfach weg über rechts. Lass die Sammler in Ruhe. Die werden sich sogar so ordentlich stauen. Nee, er will unbedingt die Panzer noch rausnehmen. Und jetzt fährt er hier an der Front. Okay, oben ist egal. Jetzt geht's hier in der Mitte weiter. Und jetzt zählt wieder Fokusfeuer. Unwahrscheinlich wichtig jetzt. Schlagi schwitzt schon richtig, das riecht man. Ah, Schlagi kann hier noch verteidigen. Also so schlecht steht er jetzt hier nicht. Aber Kane gut im Fokus war ja auch unterwegs. Fokussiert seine Schüsse ordentlich immer auf seine Ziele. Also kaum Autoshots. Ja, und die Rate ist so wichtig, dass man wirklich wenig Autoschuss hat. So, Kane hat hier die Überhand. Hier oben. Baut sich hier auch schön mit Kanonentürme einfach weiter. Ja, das ist so krass, was der gerade fertig bringt. Schon strong. Schon echt strong. Weiß ich, was der Kane als nächstes macht. Radar könnt ihr nochmal mitnehmen. Es ist so straight, was sie da hier gerade abliefern. Oh, Schlagi probiert es über die Mitte noch. Wird aber schwierig. Zu viele Kanonentürme. Der eine nimmt sogar die Raff raus. Wo Kane jetzt in die
letzte Mainbase hier vom Schlagi rein. Unfassbar. Wieder von unten herausgekommen ist der Kane, ne? Habe ich ja gar nicht mit erwartet. Ich dachte, Schlagi wird ihn jetzt, sah ja stellenweise echt übel aus für Kane. Aber, boah, was der gerissen hat hier gegen Schlagi. Huyaka, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Da hüpfen die Kanäle richtig im Kreis hier bei Kane. Herr Schlagi hat kein Potenzial mehr zurückzukommen, keine Kohlen mehr. Das Ding ist erledigt. Das Ding ist erledigt. Schlagi könnte jetzt einfach einen Fire Sale machen. Was denn bye bye? Ja, da kommt der Sale. Weil er versucht noch Ressourcen zu bekommen. Kann mir vorstellen, dass er versucht da oben nochmal aufzubauen, weil der Bauhof da einfach noch steht. Ist kein Fire Sale. Nee, nee, nee. Schlagi gibt nicht auf. Er hat einfach ein paar verkauft, um hier oben, denke ich mal, noch zu produzieren. Aber Kane baut sich schon vor. Da kommt nochmal ein Drop hier. Vom Schlagi. Mal sehen, wohin. Ins Nichts. Schade. Aber Kane rasiert weiter. Da kommt dann der Tanja gleich raus. Nee, schätzen. Aber geil, wie er da einfach mal Bocker gebaut hat, der Schlagi. Wie geil ist das denn? Einfach mal direkt hin. Nee, jetzt kam der Fire Sale. Okay, alles klar. Jetzt gibt Schlagi auf. Aber was für ein stabiles Match hier zwischen den beiden. Da freue ich mich gleich aufs nächste Match hier. Vom Schlagi gegen Darkuruk. Ich glaube, das wird genauso episch. Also, geiles Spiel vom Kane. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so spannend wird. Spannend allgemein, ja, aber so in die Richtung Kane. Ich habe eher gedacht, das wird ein knappes Ding für Schlagi zu Anfangs. Dann habe ich gesehen, oh, Schlagi kommt richtig raus. Ich dachte, boah, jetzt kassiert Kane richtig. Und dann kommt Kane so zurück und rasiert hier Schlagi wirklich mit so einem mega geilen Comeback. Unglaublich. Das ist einfach mega gewesen. Wirklich fantastisches Match. Und Kane kann hier zu Recht stolz auf seine Leistung sein. Also was er diese Saison hier macht, ist schon wirklich fantastisch. Ja, verlieren gehört immer dazu, das wissen wir. Man muss auch mal verlieren, um auch zu sehen, mache ich vielleicht grundlegend irgendwelche Fehler. Ja, verlieren tut man nicht immer, weil man schlecht war, sondern man kann auch wegen kleineren Fehlern, die nichts mit nichts können zu tun hat, verlieren. Und der Kane, der hat sich hier wirklich gut weiterentwickelt. Der hat unfassbar schnelles Movement in der letzten Zeit. Also, like a Schlagi, würde ich schon fast sagen, vom Movement. Also, die Elo, muss ich sagen, die Schwierigkeitsgrade hier in der Liga, sie werden immer heftiger. Klar, wir haben immer noch Anfänger liegen. Wir sorgen immer noch dafür, dass die Anfänger absolut immer noch eine Chance bekommen, hier bei uns mitzumachen und sich nicht so fühlen, als würden sie einfach wie frisch Butter gestrichen werden. Nee. Sondern wir sorgen dafür, dass auch die Anfänger unter euch auch die Chance haben. Dadurch entstehen ja neue Ligen. Und mittlerweile haben wir schon viele, viele Anmeldungen. Jetzt kommen noch ein paar vereinzelt rein. Man hat ja noch eine Möglichkeit, sich anzumelden.
knapp 3 Wochen habt ihr noch, euch anzumelden. Eine Woche vorher gehen wir das Ding nämlich out. Dann kann man sich nicht mehr anmelden, nur noch für die Season 7. Also 3 Wochen noch. Anmeldetime, nutzt die Chance. Und da war die letzte Einheit. So, wir gucken uns mal das die Map-Statistik an. Beendet. Guckt euch mal an. Dafür, dass Kane zu Anfangs auch kaum noch Kohle hatte, ne? Hat er später zum Midgame hin ordentlich noch aufgeholt. Habe ich nicht mitgerechnet. So, wir holen die beiden Spieler mal rein. Ja, das hat mich überrascht. Moin, ihr beiden. Also, das war doch mal wieder echt zu krass, oder? Das war Brechstange, ne? Ja, da hat er mich überrascht. Ich habe ein bisschen gepennt mit meiner zweiten Waffenfabrik und wundere mich, warum ich so wenig Panzer rauskriege. Ja, erzählt mal, wie fandet ihr das? Gut. Ja, sehr gute Leistung von Kane. Man merkt so, wenn ich ihn trainiere, dann haut er mich um. Am Wachzeiten hat er von mir getrainiert und dann geht's umgekehrt. Jetzt ist die Frage, wer ist jetzt der Padawan? Er ist immer so ein Hin und Her bei uns beiden. Ne, ich bin sein Meister, ne? Ich hab ihn ausgebildet. Jetzt bildet er mich aus. Es ist so unfassbar spannend gewesen, dieses Match. Und für dich ist es wichtig, Master Kane, wenn du schon in einer Spitzenposition bist, um Sunny noch weiter von dir abzuwälzen. Weil Sunny hat ja aktuell noch deutlich weniger Spiele. Der kann nämlich noch wieder aufholen locker, weil er ja noch umgeschlagen ist. Aber ja, der kann noch aufholen. Aber auch Sunny muss sich so langsam ein bisschen Gedanken machen, dass er nicht aus der Liga-Routine rauskommt und die Spiele mal langsam machen. Nicht, dass die Spieler, die aktuell schon mehr Spieler haben als er, noch mehr Training haben. Also Sunny, ich würde aufpassen. Ja, Sunny ist ja bewusst. Er hat gesagt, dass er im Oktober dann seine Rückrundenspiele macht. Und ich habe auch ihn gefragt, ja, dann sind sie ja alle schon gut eintrainiert. Ja, für ihn ist das eine gute Herausforderung. Ja, ich sag ja, das kann spannend werden. Also Sunny, ich sehe dich hier nicht im Live für 1, 2, 3 Matches. Wehe. Das muss ich wieder. Ich muss diese Aufholjagden muss ich verfolgen im Live. Das geht nicht anders. Ich oder Noma, ey, das geht nicht. Oder Chris, weil der spielt nämlich auch im Oktober. Das müssen wir sehen. Weil du holst ja ganz schön viele Spieler auf und das im Live, das könnte richtig interessant werden. Also, muss sagen, beide geile Leistung, geiles Match von euch beiden. Durch und durch. Vielen Dank. Und GG, Master Kane. Vielen Dank.